Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder, Konkurrent Videoblog. Mittlerweile sind wir bei der Nummer 21 angekommen. Wir haben jetzt Mitte November. So langsam geht die Saison noch ein bisschen zu Ende, sage ich mal so. Es wird ein bisschen ruhiger im Shop, sodass wir ein bisschen Zeit hatten, hier ein bisschen umzubauen. Als allererstes haben wir hier diese geile Rollenwand gebaut für unsere Longboard-Rollen. Da sind 400 Sätze an der Wand, plus alles, was hier so noch rumsteht. In den letzten Wochen gab es natürlich auch wieder einiges an neuen Produkten, aber unter anderem hatten wir, was viel geiler ist, die Neueröffnung oder Wiedereröffnung der North Brigade. North Brigade Skatepark, da war vor zwei Wochen das erste Mal sonntags auf und der Park ist der absolute Wahnsinn. Also ich persönlich war den ganzen Sonntag da, das war wirklich super. Ja, zwei, drei Wochen vorher war ich nochmal kurz in den USA, bisschen Urlaub gemacht, bisschen Skateboard gefahren. Und natürlich unsere ganzen Zulieferer besucht, viele Firmen besucht, Loaded, Gravity, Epic 11, Randall etc., wie sie alle heißen. Und ja, das war ein geiler Trip und ja, gleich zeige ich euch mal so die neuen Sachen, die hier rausgekommen sind. Wir haben natürlich super viel reinbekommen in den letzten Wochen, weil wenn es natürlich hier im Shop ein bisschen ruhiger wird, dann haben wir wieder hinter den Kulissen ein bisschen mehr Zeit, neue Produkte anzulegen. Fangen wir mal wieder an, was so neu reingekommen ist. Ja, aus Kanada. Von Restless, sehr gute Freunde von mir, die haben uns mal wieder die zweite Auflage unserer eigenen Boards gemacht. Das ist also das Restless Splinter, aber mit unserem eigenen Design, made in Canada. Jetzt wird es auch wirklich online gehen, weil die erste Charge, die war innerhalb von 10 Tagen hier im Shop direkt verkauft. Gibt es jetzt wirklich über 100 Stück von den 38 und 40 Inch. Brett kostet 129 Euro, schön mit so einer Glasfaser drunter, also echt ein hochwertiges Board. Ja, auch aus Kanada, ganz, ganz neu und es gibt nur 30 Stück in Deutschland, so wie ich das weiß, und wird es auch nur 30 Stück von geben. Das ist eine limitierte Edition vom Darkside, diesmal aber als Double Tail, ne, also voll symmetrisch, Nose und Tail, wie gewohnt, Micro Drop, ne, Wheel Wells, klassisches Rain, Freeride, Downhill Board, kostet 189 Euro in der gewohnten Qualität. Wie gesagt, gibt 30 Stück, wer eins haben will, muss spalten. Etwas günstiger, aber auch aus derselben Kante, diesmal USA, Huntington Beach, ist Jet Skateboards, Jet Longboards, gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren, aber so die ersten ein, zwei Jahre fand ich die nicht so gut. Jetzt dieses Jahr die Boards sind wirklich der Hammer geworden, der Martin Siegris, der hilft dem wohl jetzt ein bisschen da bei den Shapes etc. Und das hier ist ein geiles Board, das Baked Potato, ein kleines Freeride Board. Ja, die Grafik mit der Kartoffel kann man sich anpassen, wie man will. Ein Haufen Aufkleber dabei, die dazu passen. Echt ein geiles Board, fette Wheelwells, modernes Concave, also wirklich alles, was ein gutes Board braucht. Und das für 105 Euro, das ist ein guter Preis. An Kleinigkeiten sind Rollen sind neu gekommen. Metro, Buddy Car, kenne ich mittlerweile auch seit 10 Jahren, hat uns seine neuen Rollen geschickt. Klassische Griprolle, 70mm, 78A gibt es in Blau und Orange. Sehr schön. Und zu guter Letzt aus unserem eigenen Hause, die Bolzenachse, kennen ja auch mittlerweile ein paar Leute, haben wir jetzt eine 45 Grad Variante von gemacht, weil viele doch gesagt haben, komm, die 50er, die ist doch ein bisschen agil. Ne, gerade für die Downhill-Fraktion haben wir jetzt den Winkel ein bisschen geändert, ist jetzt einfach so ein bisschen zum Schnellerfahren. Die gibt es halt in zwei Farben, klassisch matt-schwarz wie immer, mit unseren Nipples-Bushings drin, die sind lieferbar. Und ja, das war es im Großen und Ganzen aus der Longboard-Welt. Skateboard ist ja nicht so viel Neues, da ist ja eigentlich immer dasselbe, die Grafiken ändern sich. Aber oldschool-mäßig, Reissues, haben wir von Santa Cruz das Klaus Grabke Exploding Clock bekommen. Auch, ich glaube es gab 15 in Deutschland, wir haben 14 bekommen. Und nächste Woche, wahrscheinlich wenn der Blog online ist, kommt noch das Bot Boyle Sicket raus und noch ein Atomic Man. Also auch zwei sehr, sehr limitierte Reissues, die sind auch noch da und... Ja, das war es im Moment an Neuigkeiten. Ja, kommen wir wieder zum Ende, zu unserem Videoblog. Gibt ja leider nicht so viele Neuigkeiten an Terminen etc. Aber jetzt in nächster Zeit werden wir hier den Shop nochmal umbauen. Das Café von Fräulein Lecker hat ja leider geschlossen. Ist ja mal schade. Gibt es nichts mehr zu essen für uns. Aber ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz dadurch. Und wir werden quasi den Skate Shop, also die wirklichen Skateboards, alle in den Raum rüber verfrachten, sodass wir da einfach auch mal Platz haben und können da mal wirklich 100, 150 Decks auch aufhängen. Weil die Leute denken ja immer nur, wir sind ein reiner Longboard-Shop, was natürlich totaler Quatsch ist. Wir haben eine riesen Skateboard-Auswahl und die können wir dann mal endlich präsentieren. Also das steht jetzt an.
Und für den Januar kann man sich schon mal vormerken, 17. Januar haben wir das Museum Ludwig gemietet und da werden wir die Premiere von dem Longboard Girls Crew Film Open zeigen. Ja, wird freier Eintritt sein im Kino, 270 Plätze. Da werdet ihr dann in den nächsten Wochen noch mehr zu erfahren, aber das machen wir auf jeden Fall. Die Valeria Kishishian, die Gründerin, die werden wir einfliegen. Die ist auf jeden Fall da und ja, wird bestimmt ein runder Abend. Und das war's soweit. Bis bald. Passt.